Wer mein letztes Video zu meinem kleinen Heimkino hier zu Hause gesehen hat, der weiß, dass ich meinen Fernseher und meinen alten Beamer gegen eine sogenannte Laser-TV-Kombination eingetauscht habe. Ich habe das jetzt eine ganze Zeit lang schon in Gebrauch und wollte euch heute in diesem Video mal die Vor- und Nachteile von so einem Laserbeamer inklusive Leinwand kurz vorstellen. Denkt aber bitte daran, ich bin kein Heimkino-Profi und es geht jetzt auch nicht um die Soundkulisse im Kino, sondern rein erstmal um das Bild und die Alternative zum Fernseher bzw. zu den herkömmlichen Beamern. Wenn es euch gefällt, gebt mir gerne einen Daumen, schreibt doch gerne in die Kommentare, was ihr für Heimkinos habt, welche Tipps ihr habt etc. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video, Freunde. Legen wir direkt los, auf geht's. Wenn ihr auch in Zukunft keine Videos mehr zu diesen oder anderen Projekten verpassen wollt, schaut gerne auf meinem Kanal vorbei, lasst ein Abo da, checkt die Playlisten ab. Jetzt geht's aber los mit dem Video, Freunde, viel Spaß. Wie im Intro schon erwähnt, möchte ich euch heute kurz zeigen, welche Vor- und Nachteile eine Laser-TV-Kombination gegenüber einem normalen TV hat. Denkt aber wieder daran, dass ich kein Heimkino-Profi bin und lediglich die Vor- und Nachteile aus meiner Sicht hier wiedergeben möchte, die ich nach der Umstellung von meinem TV auf diese Laser-TV-Kombination gesammelt habe. Wie ihr vielleicht aus meinem letzten Video schon mitbekommen habt, war mein letztes Setup ein 55 Zoll Full HD TV von Samsung für den alltäglichen Gebrauch und eine 100 Zoll Leinwand mit einem Acer Full HD Beamer für die abendlichen Filme und Serien. Mittlerweile sind die Leinwände durch spezielle Oberflächen, die zum Beispiel Umgebungslicht absorbieren, deutlich alltagstauglicher geworden, sodass ich mich eben nicht für einen neuen Fernseher, sondern für einen sogenannten Laser TV oder genauer gesagt einen Ultra Kurzdistanz Beamer entschieden habe. Welche Vor- und Nachteile die sogenannten ALR Leinwände in Kombination mit meinem Chic B5U Ultra Kurzdistanz Beamer im Alltag mit sich bringen und ob sie in jeder Situation einen normalen TV ersetzen können, zeige ich euch heute in diesem Video. Der erste Punkt, den ich hier aufgenommen habe, ist auch gleich der offensichtlichste, denn hier geht es um die Bildgröße und die Flexibilität. Aktuell bekommt man im Schnitt, wenn man den Geldbeutel im Auge behält, normale TVs bis ungefähr 85 Zoll für unter 3000 Euro. Sobald es aber darüber hinausgeht, werden diese sehr schnell sehr teuer. Ein Laser-TV hingegen fängt bei ca. 80 Zoll an, geht aktuell bis zu einer Diagonale von bis zu 150 Zoll und kostet ebenfalls je nach Kombination um die 3.000 bis 4.000 Euro für einen guten Einstieg. Hierbei ist nicht nur die Bilddiagonale schon Kino-like, sondern auch das Gewicht ist um ein Vielfaches geringer als bei einem TV in dieser Größe. Meine 120 Zoll Leinwand wiegt keine 30 Kilo, wird als Bausatz geliefert und hat ebenfalls eine edle Optik, wohingegen ein TV in dieser Größe schnell an die 100 Kilo kommen kann. Mit einem Laser-TV ist man zudem nicht nur flexibler, was die Bildgröße angeht, sondern braucht durch die kontinuierliche Entwicklung auch jetzt schon keine weiteren Geräte mehr, wenn es um Sound oder Streaming-Hardware geht. Hier gilt nämlich Stecker rein und los geht's. Denn im Projektor befindet sich neben der Projektionseinheit auch eine Soundbar, die mittlerweile auch durch Systeme von wie zum Beispiel Harman und Kardon befeuert werden. Ebenfalls gibt es auch Projektoren, die ein komplettes Smart-TV integriert haben und somit alles an Apps und auch TV-Tuner mit sich bringen. Von mir gibt es deshalb in puncto Bildgröße und Flexibilität einen klaren Daumen nach oben. Der nächste Punkt ist sicherlich am interessantesten. Es geht um die Bildqualität, die Farben und der Kontrast. Natürlich sind diese Faktoren wie bei normalen TVs sicherlich auch Geschmackssache. Ebenso gibt es auch im Laser-TV-Bereich Unterschiede, was zum Beispiel Helligkeit und Kontrast angeht. Mein Chic B5U hier liegt bei einer Helligkeit von ungefähr 2000 Lumen, welches für eine Projektionsart wie diese schon ein ganz guter Start ist. Da oben hin ist natürlich weiterhin alles offen und es gibt auch schon Beamer, die natürlich auch mehr schaffen. In Sachen Schwarzwert braucht man sich dennoch nichts vormachen. Da zieht ein Projektor einfach leicht den kürzeren, weil schwarz eben nur so schwarz sein kann, wie eben die Leinwand ist. Zumindest dann, wenn man den Raum nicht komplett abdunkeln kann oder eben möchte. Wo sich ein Laser-TV aber absolut nicht verstecken muss, ist, wie ich finde, die Bildqualität und die Farben. Bei meinem Beamer selbst machen Filme mega Spaß. Die Farben sind sehr schön und realistisch gehalten und das Bild ist gestochen scharf. Für mich der absolute Hammer. Natürlich unter den Voraussetzungen, dass man eben im Filmmodus ist, zumindest was die Umgebung betrifft. Und damit kommen wir zu der Frage, kann ein Laser-TV den normalen Fernseher, egal wann und egal wo, komplett ersetzen? Die Antwort ist in meinen Augen ein klares Jein. Abends als Kino ist das Teil eine absolute Wucht. Das passt also. Bei Zimmerlicht kann man ebenfalls absolut geil ein Fußballspiel oder auch normales TV schauen, da eben sehr viel Umgebungslicht mit der ALR-Leinwand absorbiert werden kann. Das sind absolut Welten zu den normalen weißen Leinwänden, die man anfangs noch hatte bzw. die es nach wie vor gibt. Wenn aber dann mal die Sonne ins Zimmer knallt, wird es dann schon schwierig mit dem Schauen. Die Sonne ist einfach viel zu hell. Aber auch hier muss man lediglich leicht abdunkeln und kann sehr schnell wieder sehr schön das Fußballspiel zu Ende schauen. Zur Verteidigung muss man aber auch sagen, wenn die Sonne auf ein normales Fernsehgerät knallt, sieht man auf diesen vor lauter Spiegelung auch nichts mehr und versucht ebenfalls abzudunkeln. Deswegen für mich ein Jein.
Kommen wir zum Schluss zu einem wirklich kleinen Nachteil, der eine Laser-TV-Kombination mit sich bringt und vielleicht den einen oder anderen stört. Das ist die Lautstärke. Man muss bedenken, dass ein Beamer nach wie vor durch Lüfter gekühlt werden muss. Hier gibt es zwar auch Unterschiede in der Lautstärke, allerdings merkt man diesen Unterschied auch direkt im Preis bzw. in der Größe des Geräts. Mein Schick B5U ist sicherlich nicht der lauteste, dennoch hört man ihn, wenn man darauf achtet. Im Filmbetrieb oder auch beim TV-Schauen mit normaler Lautstärke fällt es aber nicht auf. Ich selbst habe den Test auch mit Freunden gemacht. Einer hat es beim Schauen als störend empfunden, beziehungsweise ist es nicht einmal aufgefallen. Kein wirklicher Nachteil, wenn man eben weiß, dass man eben einen Beamer dort stehen hat. Okay, Freunde, also für mich persönlich sind diese Kombinationen durch eine ALR-Leinwand und ein Ultra-Kurzdistanz-Beamer eine absolute Alternative zum normalen TV. Natürlich bekommt man auch hier Probleme, wenn die Sonne ins Zimmer knallt. Man sieht zudem auch tagsüber noch, dass richtig schwarze Bilder eher ein sehr starkes Dunkelgrau ist. Aber wenn sowas nicht stört und man eher Wert auf den Film abends legt, beziehungsweise dann eher das Zimmer abdunkelt, ist das eine absolute Alternative zum normalen TV-Gerät. Nachmittags fürs Fußballspiel reicht es absolut, genauso wenn die Kids auch mal einen Film oder eine Serie gucken wollen, absolut ausreichend. Okay, Freunde, ich hoffe, ich konnte euch kurz meine sogenannten Pro- und Kontrapunkte für diese Kombination in dem Video einigermaßen rüberbringen. Habt ihr denn auch schon überlegt, euch so eine Kombination anzuschaffen, beziehungsweise habt ihr es schon gemacht? Lasst uns doch gerne mal in den Kommentaren drüber quatschen. Würde mich freuen, genauso wie über einen Daumen oder ein Abo, wenn ihr die nächsten Videos nicht verpassen wollt, dann war es das für dieses Mal, Freunde. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, haut rein, macht's gut, ciao.